Muss ein Erste-Hilfe-Kit wirklich wasserdicht verpackt sein? Ist das wirklich notwendig, wenn du wissen willst, wo die Vorteile liegen, die Nachteile liegen? Ja, und auch was dieses Produkt hier kann von Miltekool. Ja, dann bleibt dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Show Problemscoach. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem Buschkraftareal auf Altulabote. Schön, dass du dabei bist. Miltek alias Miltek. Dieses Teil hier, ja, habe ich jetzt exemplarisch hergenommen für eine wasserdichte Box als Erste-Hilfe-Set. Und ich habe das Ding jetzt wochenlang hier draußen liegen gelassen. Da war Schnee drauf, Schneeschmelze, Regen, sehr viel Regen. Wir haben es unter Wasser gesetzt, hat die Sonne drauf gescheint, es war dann wieder warm, dass man mit kurzen Ärmeln herauslaufen hat können. Ja, und jetzt ist es halt wieder kalt worden am Wochenende, ne? Ja, was machen wir jetzt damit? Die Antwort ist, wir machen es auf und schauen, ob es wasserdicht ist. Und ich weiß, dass es wasserdicht geblieben ist. Es ist überhaupt nichts passiert. Ja? Auch obwohl es Mil- oder Miltek ist. Du hast hier, und auf das musst du achten, wenn du dir etwas kaufst, auch bei Amazon oder so, dass hier eine wirkliche Dichtung da ist. Und du machst, bevor du es in Einsatz hast, einfach einmal in der Badewanne oder in einem Kübel diesen hier. Und dann siehst du, ob es funktioniert oder nicht. Gleich am Anfang, nachdem du es gekauft hast, und ansonsten schickst du es wieder zurück. So, dieses Teil hier. Wozu brauche ich ein wasserdichtes in so einem Behälter? Wasserdicht ist klar, also wenn ich zum Beispiel Wassersportler bin, ein Kanu fahren zum Beispiel, da gibt es aber auch, oder auch wenn du wandern bist, ja, macht es vielleicht Sinn, wenn es dich anregnet, wenn es nass wird, du ins Wasser fällst, dass deine Erste-Hilfe-Ausrüstung wasserdicht verpackt ist. Das ist einmal das eine, das ist klar, das versteht jeder. Da gibt es auch andere Konzepte, gebe ich dir auch den Link natürlich in meinen Shop, die in irgendwelchen Taschen eingepackt sind, die wasserdicht sind. So. Aber dieses Ding halt, das ist fest. Wozu? Na, immer dann, wenn ich die Gefahr habe, dass andere Gegenstände drauf fallen können und mir den Inhalt zerquetschen, kaputt machen. Alles schon da gewesen. Also das zum Beispiel habe ich sehr gerne im Auto mit dabei. Warum? Da habe ich eine Ladefläche, da fliegen 100.000 Sachen drauf. Dem ist das aber vollkommen egal, diesen Miltek-Ding, obwohl es Miltek ist. Okay? Das ist der Hintergrund, das ist das Einsatzgebiet. Gibt es da auf der Seite so die Möglichkeit, das auch mitzunehmen? Ich würde, das hat wirklich, ja, ist halt so. Dann die obligate Broschüre ist hier mit dabei. Du hast zwei Verbandstaschen, dann hast du eine Schere, die so lala ist. Dann hier das gute alte chinesische, habe ich das gesagt? Ja, das chinesische Hansa, sagt man nicht, ja. Dann hier ein Beatmungstuch, dann hier Desinfektionstücher für die Hand, ja, aber urviele, die man auch übrigens anzünden kann, das wäre auch eine Möglichkeit, dann das gute alte Pflaster, ich weiß, dass die Schnellverband heißen eigentlich, dann hier unten die Rettungsdecke, von der ich überhaupt sehr viel halte und Handschuhe für den Fremd- und Eigenschutz. Du kannst das natürlich individuell zusammenbauen und das würde ich dir ohnehin empfehlen, dass man sich halt immer überlegt, was brauche ich, wenn dich das interessiert. Sie ganz klar, Dr. Thomas Kirk ist mein privater Notarzt und Kollege und Freund, mit dem habe ich einen Online-Kurs gemacht und der Dr. Thomas macht das beruflich, ja, der ist Notarzt eben, ne? Weil sonst wäre er kein Doktor, naja, er könnte ein anderer Doktor auch sein, Philosophie oder so weiter. Nein, er ist richtiger Notarzt und macht das auch höchst professionell und so, aber jetzt. Und das ist die Idee dahinter. Da haben wir geschaut, da gibt es eigene Lektionen, wo wir beschreiben, was gehört rein in ein Erste-Hilfe-Set, was nicht, was ist das Tourniquet oder dass man irgendwelche, manche Leute sagen, ein Skalpell haben sie immer mit, ja. Ob das wirklich sinnvoll ist, das besprechen wir dort. Also, nein, es ist nicht sinnvoll. Aber da sprechen wir auch über Erste-Hilfe-Sets im Einsatz sozusagen. Und ja, ist das hier eine Notwendigkeit? Nein, das ist es nicht. Die ist nur dann, das ist meiner Meinung nach nur dann sinnvoll, wenn ich tatsächlich zum Beispiel Kanufahrer bin und ich möchte es irgendwo, vielleicht auch in einer größeren Ausstattung, irgendwo liegen haben, wo ich gleich sehe, was es ist. Es soll schwimmfähig sein, wenn man kentert. Ja. Wobei, ich stelle mir das so vor, ich bin ja kein Kanufahrer, dass das dann davon schwimmt und man dann nachwinkt und sagt, aber ich sehe dich. Ich habe dich gesehen, weil wenn es grün wäre, würde ich dich nicht sehen, aber ich sehe dich davon schwimmen. Tschüss! Ich weiß es nicht, schreib mal einen Kommentar, wenn du dich damit auskennst. Ja. Oder eben da, wo ich es im Einsatz habe, das ist im PKW oder in anderen Situationen, wo Druck auf diese Teile ausgelöst werden kann. Da ist mir das wichtig. Jetzt schreibst du mir einen Kommentar, bitte. Mag ich dich bitten darum. Wo hast du wasserdichte Erste-Hilfe-Sets dabei? Sind die überhaupt wichtig? Wo bist du der Meinung, gehört
eine Erste-Hilfe-Box, die auch wirklich fest ist. Siehst du das als notwendig an, als sinnlos an? Denn die hat natürlich ein anderes Gewicht. Wenn ich das im Rucksack herumtrage, einfach nur so zum Spaß, wäre es gescheiter, ich nehme mir ja, das in einen Plastiksackerl, weil ich da einfach Gewicht spare. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst, das würde mir irrsinnig freuen. Link zu all den Produkten findest du natürlich billige bei mir im Shop, das muss einfach sein. Daumen nach oben und dann nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht's zu mir in den Shop. Aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao, ciao.